Juhu, jetzt schlafen wir hier mal eine Runde. So, was machen wir denn jetzt? Mal schauen. Was ich ja mal gerne machen würde, was ich noch überhaupt nicht habe, ist ein Haustier. Ich habe. Ja, okay. Jetzt packe ich mal hier mein. Uah, falsche Taste. Okay, keine Spinne auf der Fahrbahn. Gut, dann fahren wir mal schnell zurück. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein paar Knochen aus meiner Kiste, weil ich bin jetzt gerade gar nicht auf irgendein Haustier festgelegt. Da ist auf jeden Fall eine Spinne. Die wird nicht mein Haustier, die wird nur getötet. Und die auch, ja? Ja, genau. Patschi. Au. Patschi. Au. Aua. Okay, das waren die beiden Spinnen. Was machen denn die Kühe da? Ja. Komm mal hier zu mir. Die andere auch? Wo ist denn die andere Kuh? Mann, ich wollte nur mal schnell weg. Komm mal her, du Kuh. Kuh, Kuh, Kuh. Kuh, Kuh, Kuh. Kuh, Kuh. Seid ihr hier? Komm her, du Kuh. Ich hab hier das Heu. Genau. Nee, pass doch immer da rein. Hier hinten bin ich mit dem Heu. Hier. 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 Die andere Kuh auch da? Jetzt weiß ich es gar nicht. Ah. Bleib schön da drin. Okay. Und wo ist meine Schafhalle hin? Warum sind hier nur noch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, da läuft doch noch eine Kuh da unten rum. Ist mir zu wurscht. Ich wollte mir jetzt mal schnell ein paar Fische und ein paar Knochen schnappen und dazu meine Karte. Und dann gehen wir uns mal ein Haustier besorgen. Was ich jetzt vorhin eigentlich sagen wollte, ich bin jetzt nicht festgelegt darauf, ob ich jetzt hier einen Hund als Haustier bekomme oder eine Katze. Ah. Jetzt wird der eine oder andere sagen, geht nicht. Entweder du bist ein Hundemensch oder ein Katzenmensch. Ja. Aber wir spielen hier Minecraft, da ist mir das erstmal egal. Und ob ich jetzt einen Hund hier habe, der miaut. Nee, der Hund bellt ja. Also ob ich jetzt eine Katze habe, die hier die ganze Zeit miaut, wenn ich zu Hause bin, oder ein Hund, der die ganze Zeit bellt, wenn ich zu Hause bin, ist mir schnurzpiep egal. Jetzt gehen wir einfach mal hier auf der Karte geradeaus nach da hinten und schauen mal, was uns hier erwartet. Ich habe zu essen dabei, ich bin gut bewaffnet. Ab die Post. Schauen wir mal, was wir zuerst finden. Hund oder Katze? Habe ich ja meine Schere dabei? Nee, blöderweise nicht. Aber ist egal. Axt habe ich noch ein bisschen was. Ja. Gut. Schauen wir mal, was uns da hinten erwartet. Ich hätte ja ein Boot mitnehmen können. Weil ich ja fast damit rechne, dass da hinten irgendwann mal ein Ozean kommt. Auf jeden Fall kommt ein Huhn. Ja. Und dann kommt eine ganze Zeit nichts. Ja. Expedition ins Nichts. Das sind Bäume. Ich habe hier auch noch keinen Dschungel gehabt. Ich habe auch keinen Dschungel gesucht hier in meinem Spiel. Wenn wir mal schauen. Jetzt gucken wir mal hier kurz auf die Karte und sehen, dass wir jetzt nicht ordentlich aufgedeckt haben. Ach doch, da ist alles Sand. Naja, gut. Aber bin ich hier schon gleich am Ende meiner Karte hier, wenn ich so weiterlaufe. Da ist auf jeden Fall im Wald. Da vorne kommt ein Kürbis. Und hier stehe ich unterm Baum und kann nicht weiter.
Hier geht's ganz tief runter. Kürbisse. Nehmen wir mit. Nehmen wir mal. Oh, ein graues Schaf sehe ich da vorne. Da vorne. Geh runter von meinem Kürbis. Okay. So. Jetzt bin ich ja auch gleich wieder am Ende meiner Karte angelangt. Hier. Ein kleines Stück kann ich noch gehen. Dann bin ich schon am Ende. Weg, du Schaf. Mann, hier. Lauter Hühner. Entschuldigung. Wäre mir fast in den Weg gelaufen. Okay, hier ist das Ende der Karte erreicht. Ich schaue nochmal, was da oben ist. Gleich wird ja mein Cursor hier auch rausgehen aus der Karte. Und dann bin ich weg. Trotzdem würde ich gerne noch schauen, was da hinten ist. Ein dichter Wald. Na. Jetzt bin ich gar nicht mehr drauf, gell? Hier vorne ist auch nur Wald. Das schwenke ich hier mal um. So, bislang habe ich auf jeden Fall noch keine Hunde oder Katzen gefunden. Bin ich mit meinem Cursor? Ja, mit meinem Cursor bin ich schon wieder zurück hier. Na, ich habe jetzt ja vorhin auf dem Heimweg überlegt, was spiele ich denn jetzt heute Abend, wenn ich zu Hause bin? Spiele ich nochmal eine Runde Minecraft? Oder zocke ich hier nochmal eine Runde Brick Force? Die Überlegung ist manchmal gar nicht so einfach. Ach, ein Hundi. Och, da haben wir zuerst mal ein Hundi gefunden. Hundi! Komm mal her. Hier ist ein Knochen. Magst du ihn haben? Ah, ist er nicht süß. Wuff. Komm mit. Wir schauen mal, was es noch mehr gibt. Ich glaube, es gibt noch mehr Hundis, habe ich gerade gesehen, wa? Komm, bist du da? Noch ein Hundi. Prima, habe ich schon zwei. Komm ich schnell nach Hause. Eine Höhle. Oh, verdammt. Was mir immer noch fehlt, ist ein bisschen Gold. Aber ich will jetzt hier nicht anfangen, die Höhle zu erkunden, weil eigentlich hatte ich das ja nicht vor heute. Geht so schnell raus. Hier ist nur Kies. Nee, Hund. Komm wieder. Wir gehen wieder raus. Zumindest mal eine Fackel reingesetzt, dass ich schon mal hier war. Und hier drüben? Ah, okay. Ähnlich ereignisreich. Das Gefährliche an den Haustieren ist, sie schieben dich herum, wenn du nicht aufpasst. Bleib du mal sitzen hier. Okay, komm, wir gehen. Okay. Mann, das ging ja schnell. Jetzt habe ich hier so schnell zwei Hundis eingesammelt, dass ich gar nicht... Entschuldigung. Gerade ein wenig verwirrt. Mit einem so schnellen Erfolg hatte ich gar nicht gerechnet. Ich will hier aber mal die Karte, solange es hier gerade noch Tag ist. Will ich die Karte nochmal schnell fertig erkunden. Also, so schnell wird es nicht gehen. Hier hinten kommt auf jeden Fall wieder... Oh Mann! Ich will da hoch. Vor lauter Karte gucken bin ich da jetzt runtergefallen. Hier vorne ist auch nur noch Wüste. Okay, eine Wüste hier vorne. Noch mehr Hundis. Naja, zwei Hundis reichen mir jetzt. Ein paar Schweine. Schweine habe ich so wenig da vorne. Das ist mir ja schon aufgefallen. Was ich en masse habe, sind Hühner.
Kommt mir schon mal darüber. Ach, das ist so putzig, wenn die Hunde jetzt aus dem Wasser rauskommen. Achtung, ich zeig's euch. Boah, jetzt kommt der andere auch noch gleich hinterher. Ja. Und schüttel dich. Ach, super. Jetzt ist doof, jetzt wird schon wieder dunkel. Und ich bin jetzt hier... Na gut, jetzt gehe ich mal straight hier zurück. Mal schauen. Also in der Richtung gibt es auf jeden Fall keinen Dschungel. Da gibt es nur Wald. Aber in die Richtung zurück liegt auf jeden Fall mein Turm. Und da gehen wir jetzt einfach mal. Oh, jetzt wird es hier schon ganz schön dunkel. Naja, gut. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ob wir uns nach Hause durchschlagen können. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon wieder in der Wüste. Ja, der direkt an unseren Turm angrenzt. Oh. Enderman, Spinnen, Zombies. Ich habe sie schon alle gesehen. Okay, jetzt mal gleich zu Hause. Die Hundis greifen mir blöderweise auch alle an, die mich jetzt hier angreifen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt... Achso, ich muss noch ein ganzes Stück laufen. Schnell genug zu Hause bin. Ohne groß angegriffen zu werden. Naja. Fast, habe ich mir gedacht. Jetzt könnte doch haarig werden, der Heimweg hier. Vor lauter Zombies und Hunden. Jetzt habe ich meinen Hund geschlagen, gell? Jetzt habe ich den nächsten Hund geschlagen. Scheinen sie mir aber nicht übel zu nehmen. Seid ihr noch meine Hundis? Bist du noch mein Hundi? Nee, anscheinend nicht, gell? Doch, ist er noch. Wo? Aua. Geh weg, du Skelett. Ich will nach Hause. Ich mag nur nach Hause. Da ist mein Siegfried. Siegfried steht da vorne. Hopp, mach ihn tot. Jawoll. Oh. Schnell zur Hintertüre rein. Jetzt können wir aber noch den auch noch mitnehmen hier. Jawohl. Nehmen wir auch noch mit. Au. Ah! Nein, es ist ein Hund gestorben. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ein Hund ist gestorben, als der Creeper explodiert ist. Ach du meine Güte. Naja. Ne, pass auf, machen wir folgendermaßen. Jetzt ist der Hund gestorben. Naja, pass auf. Ich habe den Creeper gar nicht gesehen da hinter mir. Fahren wir mal schnell zurück. Ja, Hundi. Da ist er ja schon wieder. So. Jetzt gehen wir schnell nach Hause. Der Hund folgt uns ja auch. Also er folgt uns weder die Leiter hoch, noch durch Türen durch. Aber er spawnt ja dann da, wo wir stehen, irgendwann. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass er jetzt auch hier oben auftaucht. Hm? Macht er das? Hundi? 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 Ja, da ist er. Genau. Nee, was? Nee, hier drin im Lagerraum möchte ich natürlich nicht sitzen haben. Du darfst schon hier draußen sitzen. Ja. Die laufen durch Türen durch. Das ist mir ganz neu.
Seit wann laufen denn Hunde durch Türen durch? Das war immer das größte Problem, dass die Hunde nie durch die Türen gelaufen sind. Naja, gut. Ach, wenn sie das jetzt gelernt haben, soll mir das recht sein. So, was ich jetzt mache. Schwarzpulver und rohes Fleisch behalte ich mal. Das brauche ich für die Hunde. Die Kohle. Die Kohle kann ich da lassen. Hier unten, jawohl. Jetzt muss ich nochmal schnell los, damit noch einen Hund besorgen. Hundi? Okay, machen wir gleich am Morgen. Gleich am Morgen machen wir das. Hundi wacht hier noch. Okay, na gut. Schnell nochmal los. Hin und zurück. Oh, auf die Creeper, ja. Ihr habt meinen Hund auf dem Gewissen. Und dafür wirst du sterben. Auf die Mütze, jawohl. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also nochmal, jetzt muss ich ja einfach wieder ach, darüber laufen. Na gut. Gehen wir nochmal schnell einen Hund besorgen. Da gab es ja so viele. Da müssen wir direkt mal beeilen. Da gab es ja doch einige Hunde da oben. Und da wird ja wohl noch einer für mich drin sein. Dieser Creeper, der sie von hinten angeschlichen hat, war ja auch zu fies. Er hat meinen Hundi auf dem Gewissen. Euch gebe ich. Ich habe sie noch nie gemocht, die Creeper. Und jetzt sind sie auch noch dafür verantwortlich, dass mein Hund gestorben ist. Mein Hund, dem ich noch nicht mal einen Namen gegeben hatte. So schnell. Naja. Aber es gibt ja noch ein paar mehr. Gut, dann gehen wir uns nochmal einen anderen besorgen. Hier ist der Wald. Hundis! Hundi, 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 Hundi. Ja, ich habe jetzt weiß noch um überlegen, was ich jetzt danach noch spiele. Ich bin heute Abend gerade so ein bisschen in Spiellaune. Mache ich jetzt immer noch eine Brick Force oder ich könnte natürlich auch eine Runde Call of Duty spielen. Ich bin ja gerade so ein bisschen unentschlossen. Ich spiele jetzt im Moment gar nicht so viele Sachen gleichzeitig, aber trotzdem. Hey, schieb mich nicht. Ich habe jetzt gerade kein Spiel, was ich von vorne nach hinten durchspielen will. Das hatte ich eigentlich vor mit Mafia 2. Da hatte ich auch schon ein paar Aufnahmen gemacht hier, um Let's Play bei YouTube hochzuladen. Habe ich mich jetzt aber doch kurzfristig anders entschlossen. Mal schauen, vielleicht nehme ich das wieder auf. Lasst euch überraschen. Ich habe mir jetzt aber auch gerade ein neues Spiel noch bestellt, was ich auch noch mal gerne durchzocken will, beziehungsweise überhaupt mal erstmal, oh Gott, Scheiße, überhaupt erstmal anspielen will, was ich so auch noch gar nicht gespielt habe. Und außerdem warte ich eigentlich auch jetzt schon fast sehnsüchtigst auf den Release vom Game of Thrones Rollenspiel. Das will ich nämlich auf jeden Fall spielen. Und dazu werde ich aller Voraussicht nach auch ein kleines Let's Play machen. Aber mal abwarten. Bis es rauskommt, bis ich es habe. Und dann mal schauen. So, jetzt bin ich hier wieder auf meiner Karte. Wo sind jetzt die Hundis, die ja gestern überall waren? Ich bin da. Wo sind die Hundis?
Ich sage das natürlich gestern, obwohl ich eigentlich vor 10 Minuten meine. Weil so ein Tag hier bei Minecraft vergeht ja innerhalb von... Ist das 8 Minuten oder ist das 10 Minuten? Ich weiß es gar nicht genau. Meistens vergeht die Zeit viel zu schnell. Meistens sind wir gerade irgendwas am Machen. Und dann wird schon wieder dunkel.